Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Studio Offener Kanal Kassel zu unserer Gesprächslounge im Rahmen unserer heutigen Auftaktveranstaltung zur Bewerbung von Kassel als Kulturhauptstadt 2025. In den kommenden 30 Minuten werden wir primär darüber sprechen, wie europäisch Kassel ist. Und an dieser Stelle freue ich mich sehr, meine 5 Gesprächspartner vorstellen zu dürfen. Herr Albarek, der den FC Bosporus Kassel vertritt, Marcel Del Medeiros, Raum für urbane Experimente, Herr Nadolny, Pfarrer der Hoffnungskirchengemeinde, Frau Faci, bildende Künstlerin, und Frau Eyalp, von Projektkoordinatorin vom Landesprogramm WIR. Herzlich willkommen und danke, dass Sie gekommen sind. Herr Nadolny, ich fange gleich mit Ihnen an. Für eine europäische Kulturhauptstadt ist es immer ganz wichtig, die europäische Dimension, die eine Stadt hat, herauszufiltern bzw. auch zu bearbeiten. Und ein ganz aktuelles Thema, das Flüchtlingsthema, hat zu enormen Kontroversen in Europa geführt. Meine Frage wäre, was ist aus Ihrer Sicht notwendig, dass es zu einem besseren Miteinander kommt, und ganz speziell, was kann Kassel dazu beitragen? Ja, ich denke mal, das Entscheidende ist, wie sich jetzt eine Stadt angesichts von so einer Situation dann verhält. Also ob eine Stadt offen genug ist, um sich diesem europäischen Thema stellen zu können. Ich denke es mal für Europa auf jeden Fall ja ein wichtiges Thema. Wie geht Europa damit um, dass Menschen nach Europa fliehen wollen? Eigentlich ist das eine Sache, die nur von Europa insgesamt gelöst werden kann. Aber für Kassel kommt es einfach mal drauf an, wie stellt sich Kassel dieser Situation. Und ich finde, Kassel macht es so ganz gut, würde ich sagen. Können Sie da ein Beispiel auch dafür nennen? Es gibt eben viele Initiativen, die sich um Integration bemühen. Also jetzt bei uns zum Beispiel gibt es eben ein Begegnungscafé, und es gibt auch ehrenamtlich geführte Sprachkurse, und es gibt verschiedene kulturelle Projekte, also eine offene Bühne Weltmusik und eine multikulturelle Musikgruppe Palabra Baba. Verschiedenes anderes auch in Zusammenarbeit mit dem Stadtteilzentrum Wesertor. Und klar, das bringt schon einiges. Die Menschen fühlen sich einfach viel stärker willkommen, aufgenommen. Menschen kommen in Kontakt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also wenn das jetzt nur bei uns so wäre, dann wäre das natürlich jetzt längst nicht genug und wäre es auch nichts Besonderes. Aber ich erlebe es schon so, dass es ganz viele solche Initiativen gibt, also in vielen Kirchengemeinden und sonst auch. Und das finde ich schon stark, auch unterstützt von der Stadt Kassel, mit die eben Fördergelder auch organisieren und verteilen. Ja, und auch in dem kulturellen Bereich eben. Also dass jetzt auch unsere multikulturelle Musikgruppe auch nicht die einzige ist, die auf diesem Feld sich bewegt, sondern da gibt es eben auch viele Projekte an der Uni und von der Caritas und so weiter. So, dass die Kultur eben auch schon ziemlich bunt geworden ist. Oder dass sich das Staatstheater zum Beispiel dafür auch öffnet und interessiert. Da hatten wir mit dieser Musikgruppe und der Karl-Schomburg-Schule und dem Staatstheater zusammen ein schönes Projekt zum Beispiel. Gibt es etwas, also unterm Strich sagen Sie, Kassel macht es ganz gut. Gibt es aber etwas, das Sie vielleicht auch als Vorbild in Europa irgendwo schon entdeckt haben, wo Sie sagen, das wäre es noch, das bräuchte Kassel, das wäre eine tolle Initiative? Von außerhalb Europas, also fällt mir jetzt
nicht direkt ein Beispiel ein. Ich denke oft an, an Italien, wo wir ja auch eine Partnerstadt haben, Florenz, dass Italien ja auch so viele Flüchtlinge sozusagen aus dem Mittelmeer gerettet hat. Das finde ich erstmal stark, aber ich denke, da braucht es eben auch eine starke Solidarität in Europa, dass man das Problem, also dass man Italien nicht mit diesem Problem alleine lässt. Frau Eyalp, Sie sind Programmkoordinatorin des Landesprogramms Wir vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Jetzt ist es so, dass europäische Kulturhauptstädte im Kulturhauptstadt ja selber sich oft gerne selbst bezeichnen als Gastgeber Europas. Eine große Förderprogrammschiene ist die Willkommens- und Anerkennungskultur und auf der anderen Seite die Förderung interkultureller Offenheit. Wie weit ist Kassel da schon oder auch das Land? Wie weit ist Hessen da schon? Und vielleicht können Sie auch ein bisschen beschreiben, wie diese Fördermaßnahmen aussehen. Also ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Aber unser Ziel ist noch lang, weil Integration ist wirklich keine Maßnahme von, also keine Kette von Maßnahmen. Man kann nicht einen Integrationskurs abschließen und an einer nächsten Maßnahme teilnehmen und dann an der nächsten Maßnahme und dann ist man irgendwann mal Teil dieser Gesellschaft. Das ist ein langwieriger Prozess und ich sehe es auch, dass also die Landesregierung hat das schon eingesehen. Und unser Landesprogramm wurde auch, das Budget wurde verdreifacht seit der Gründung dieses Landesprogramms. Und was wir in Kassel gut machen, dass meine Stelle in einer Abteilung integriert ist, im Zukunftsbüro, wo wir sozusagen gemeinsam mit, als eine interdisziplinäre Gruppe, als interdisziplinäre Abteilung die Zukunft dieser Stadt gestalten. Wir sind ein Team, die mit vielen, also die mit vielen Kompetenzen schon da angekommen ist. Wir haben Geschäftsstelle des Ausländerbeirates bei uns in der Abteilung. Wir haben die Ehrenamtskoordinatorin da. Wir haben den Integrationsbeauftragten da, der auch in der zweiten Gruppe heute hier schon besprochen hat. Und meine Projektstelle. Wie gehen wir es weiter? Ich glaube, unsere Stärke ist, dass wir tatsächlich alle da sind und alle Integration als gemeinsame Aufgabe begreifen. Und dass Stadt Kassel auch schon die Einsicht hat, dass das eine Schnittstellenaufgabe ist. Mhm. Dass wir über die Ämter hinaus, über die Abteilung hinaus dran arbeiten müssen. Diese Einsicht ist da. Es geht jetzt darum, wie kann man das tatsächlich in einer Verwaltung umsetzen? Und wie sehen Sie da soweit die Möglichkeiten? Also sehen Sie das der Zukunft da recht optimistisch entgegen? Ich glaube, wenn wir tatsächlich merken, dass das nicht nur projektgefördert werden kann, sondern dass das eine Daueraufgabe ist, könnten wir das packen. Also die Ressourcen hätten wir, die guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir auch. Jetzt muss es tatsächlich darum gehen, zu lernen, wie das wirklich geht. Ich glaube, da sind wir nicht nur in Kassel, in der Bundesrepublik sind wir noch nicht so gut. Wir sind gut drin, die Leute unterzubringen. Mhm. Wir haben das gut gemacht, die Versorgung. Kassel hat das sehr gut gemacht, da musste keiner in irgendwelchen Turnhallen übernachten. Aber ich glaube, tatsächlich die Teilhabe, die Partizipation an der Gesellschaft, an der Mehrheitsgesellschaft, daran müssen wir viel lernen. Wir haben ja eine längere Migrationsgeschichte mit den Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten, die gerne auch als Gastarbeiter genannt werden. Und aus der Erfahrung mit denen müssen wir es für die Zukunft lernen. Aber dafür müssen wir auch die Menschen, die schon seit Jahrzehnten hier leben, auch mitnehmen. Das ist auch eine Art Anerkennungskultur. Die Lebensleistung dieser Arbeitsmigrantinnen und Migranten müssen wir sehen. Wir müssen die Leute, die neu zu uns kommen, die tatsächlich begrüßen. Das gehört eine Haltung dazu. Diese Haltung muss auch in der gesamten Verwaltung gelebt werden. Das kann man nicht mit interkulturellen Kompetenzschulungen lernen. Das muss eine gelebte Haltung sein. Und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, weil wir auch über 400 Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung Kassel geschult haben im Bereich interkulturelle Kompetenzen. Und da schauen wir jetzt auch weiter. Wir haben eine Umfrage gemacht tatsächlich bei diesen Kollegen, was sie mitgenommen haben, was sie in ihrem Arbeitsalltag einsetzen können. Und wir werden jetzt daran weiterarbeiten und schauen, wie wir unsere Kolleginnen und Kollegen tatsächlich noch fit machen können. Für die Vielfalt in dieser Gesellschaft, die muss sich auch in den Dienstleistungen wiedergeben.
Und haben Sie das Gefühl, dass Kulturhauptstadt bzw. auch die Bewerbung Kassels zur Kulturhauptstadt ein Katalysator dafür sein könnte? Ich glaube, wenn wir das richtig angehen, schon. Also wir sind eine sehr vielfältige Stadtgesellschaft. Wir haben Menschen aus 163 Nationen hier. Und mein Motto wäre, Reiseziel Europa darf nicht Endziel Europa sein. Kassel ist mehr als Europa. Wir haben Menschen aus vielen afrikanischen Ländern hier. Wir haben Menschen aus vielen asiatischen Ländern hier. Und die müssen wir alle mit einsehen und mitnehmen. Wir haben sehr vielfältige Milieus in unserer Stadt. Wir haben unterschiedliche bunte Stadtteile. Und wenn wir das als Ressource sehen und die Leute mitnehmen, also auch die Leute mitnehmen und nicht wieder über die Leute reden, dann hätten wir eine gute Chance und das kann ein guter Katalysator sein. Frau Faci, Sie selber sind 1990 aus dem Kosovo geflohen. Sie haben mir jetzt vorhin auch gesagt, Sie fühlen sich in Deutschland auch absolut zu Hause. Sie haben hier an der Kunsthochschule studiert. Und derzeit arbeiten Sie an einem aktuellen Projekt, das Sie mir vorab auch zugeschickt haben, das besonders spannend ist und mit dem man eben auch, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, diesen Titel Reiseziel Europa auch ein bisschen kritischer gegenübertreten kann. Vielleicht wollen Sie ein bisschen was von Ihrem Projekt erzählen? Ja, sehr gerne. Also kritisch durchaus, weil ich glaube, kritisch ist auch einfach ein kreativer Motor und für mich ist dieser Weg, der mich irgendwie auch ausmacht als Künstlerin und als Person, einfach auch dieser Weg, den ich dann zurückgehen wollte, um neue Wege zu gehen. Also der Fluchtweg aus meiner Heimat, aus dem Kosovo über Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Österreich nach Deutschland. Den gehe ich dann nächstes Jahr in einem Zeitraum von 10 Wochen, fahre ich den wieder zurück, auch im Auto, wie wir hergekommen sind. Mit dem Unterschied, dass ich nicht als Flüchtende unterwegs bin, sondern als Künstlerin und damit natürlich einen Luxus habe, den man als Flüchtling nicht hat. Und zwar Stationen zu machen, anzuhalten, sich umzusehen und diesen ganzen Weg auch mitzunehmen. Man sagt ja immer, der Weg ist das Ziel. Und für mich hat das dann irgendwann bedeutet, ein Stück Heimat von mir ist der Kosovo, ein Stück Heimat von mir ist Deutschland und die ganzen Länder, die dazwischen liegen. Da geht auch die Kultur vom Kosovo bis zur Kultur nach Deutschland einfach langsam ineinander über. Im Essen, in der Musik, im Leben, auch religiös zum Teil. Und das ist dann irgendwie, das wollte ich mitnehmen, weil das gehört dann auch dazu. Also das heißt, man könnte sagen, aus ihrer Flucht ist eigentlich nach all den Jahren doch eine... Also geht die Reise jetzt quasi zurück oder auf den Spuren zurück? Ja, genau, weil ich, man ist dann immer so, also man hat ja irgendwie dann diese Leidensgeschichte und ich bin einfach überhaupt nicht, ich fühle mich nicht als Leidender. Ich bin total glücklich mit dieser Idee, die mir also dieses Jahr so nach und nach durch viele Gespräche auch mit anderen Künstlern, was man eigentlich gerne machen möchte und so weiter, so gekommen ist. Und da war mir schon klar, dass ich mit meiner Herkunft aus dem Kosovo, dass das einfach auch eine Qualität ist, die ich herausarbeiten möchte. Und ja, ich finde es einfach spannend, wenn man als Künstler sich umschaut und in Kassel ist, sieht man erstmal die Documenta. Dann sieht man irgendwie die ganzen großen Kunstausstellungen und die Messen, die Art Basel und New York und was ist da alles los. Und Kassel halt dann alle 5 Jahre und sonst ist halt auch ein bisschen was da, aber nicht sehr viel. Und das ist dieses Ganze, man schaut einfach sehr viel in die westliche Welt
Und meine Kultur kommt aus Südosteuropa. Und ich glaube, also ich fand es spannend, mich da einfach dann dagegen zu richten, da auch kritisch sozusagen mit zu sein und zu mich einfach meinen Blickwinkel einfach in eine andere Richtung zu lenken. Also ein Schwerpunkt für Kulturhauptstädte ist ja auch die europäische Vernetzung. Und ein Teil Ihres Projekts ist ja nicht nur, dass Sie durch diese Länder reisen, sondern dass Sie eben auch Stationen machen und die Leute vor Ort kennenlernen wollen, beziehungsweise auch mit Künstlern vor Ort zusammenarbeiten. Wie leicht ist es, sich da zu vernetzen oder ist es überhaupt im Rahmen eines Projekts leichter, sich zu vernetzen, als wenn man da jetzt als Privatperson durchreisen würde? Also ich glaube, meine Erfahrung war, ich bin jetzt im September, habe ich eine Recherchereise angetreten, die ging 10 Tage jetzt mal durch den Balkan und habe da einfach ein paar Personen kontaktiert und Termine gemacht, die kennenzulernen. Ich war in Zagreb, in Sarajevo und im Kosovo in drei renommierten Kunstinstitutionen, die von dem Projekt wirklich begeistert waren und mir also sehr offen dafür waren und das auch total spannend finden, sich dann über das Projekt mit den anderen Kunstinstitutionen in den anderen Ländern jeweils dadurch auch mit zu vernetzen. Und die auch dann von sich aus gesagt haben, brauchen Sie noch Kontakte? Ich kenne noch jemanden in der Stadt und in Ljubljana kenne ich jetzt niemanden, aber vielleicht in dort und dort und ich kenne noch jemanden in Podgorica. Und die sind total, das ist fast ein Selbstläufer. Es ist wirklich, es macht total Spaß, auch in Kassel. Ich habe da jetzt eine mündliche Zusage erstmal für eine tolle Kunstinstitution, die da partizipieren möchte. Und ja, ich finde es einfach auch spannend, glaube ich. Also natürlich konzentriere ich mich jetzt auf mein Projekt Driving Projection oder Spresa Facci Driving, weil ich eben mit dem Auto fahre. Aber ich finde es natürlich auch spannend, tatsächlich die Leute zu treffen und zu schauen, was dann nach meinem Projekt auch daraus noch alles passieren kann in den nächsten 2, 3 Jahren. Und dass man einfach künstlerisch auch mal ein bisschen nach in den Osten schaut, tut man schon zum Teil, aber tatsächlich ist, glaube ich, da Balkangebiet doch sehr viel weiße Fläche. Und ich glaube, da ist auch aus dem Westen noch viel Interesse, von dem vielleicht die westlichen Kunstinstitutionen noch nicht wissen, dass sie das Interesse haben, aber ich glaube, da kann noch viel passieren. Und ich habe noch gar nicht gesagt, was ich eigentlich mache auf der Reise. Dann mit einem Satz bitte. Ja, ich zeichne die Menschen, die ich dort treffe, ich porträtiere die Menschen und mit Tuschestift auf Papier und dokumentiere auch die Orte, das scanne ich ein und projiziere das in den öffentlichen Raum, damit das möglichst viele Menschen sehen und sowohl in den Kunstinstitutionen als auch private Menschen auf der Straße davon etwas mitbekommen und so ein bisschen einfach die Diskussion dadurch auch, dieser europäische Weg oder die Vernetzung einfach mehr in den Blickpunkt rückt. Eigentlich genau spiegelverkehrt verhält sich das Ganze beim FC Bosporus Kassel. Da sind an einem Ort ganz viele Leute mit unterschiedlichen Nationalitäten oder unterschiedlichen Wurzeln. Ihr Verein, Herr Albarek, ist ein multinationaler Verein. Die Mannschaft beinhaltet Spieler mit türkischen, mit iranischen, libyschen, kroatischen, aber auch deutschen Wurzeln und noch mehr. Mhm. Meine Frage geradeaus ist, was ist das Geheimnis von Integration durch Sport bzw. durch Fußball im Speziellen? Ja, wir sind in der glücklichen Situation, sagen zu können, dass wir unserem Beitrag zu Integration übergeordnete Themen verdanken. Also das heißt, Fußball gibt es nun mal auf der ganzen Welt, das bedarf keine Sprachbarriere, keine Religion, keine Kultur. Überall wird Fußball, genauso wie hier auch, mit 11 Leuten gespielt, die gleichen Regeln überall. Das ist
die Basis, die uns eigentlich vereint. So, und wir als FC Bosporus verstehen das in Kassel, an einem sozialen Brennpunkt in Nordstadt, die Leute von der Straße wegzubekommen, und zwar dorthin, wo wir unsere Basis, wo wir unsere Stärken schätzen, das ist auf dem Fußballplatz. Und über die Gemeinsamkeit, über Teambuilding, versuchen wir dann genau diese Schwächen, die unterschiedliche Kulturen und Nationalitäten, egal welche Herkunft die haben, zu vereinen. Ja? Und das ist unsere Stärke in den letzten 37 Jahren, seitdem wir bestehen. Und ich denke, mittlerweile ist es uns recht gut gelungen, Leute in richtige Wege zu lenken. Ich kann da kurz was berichten. Wir haben einen Libyer gehabt, einen jungen Mann, der nach Deutschland gekommen ist, die ganze Familie zurückgelassen hat, hier eigentlich überhaupt gar nichts hatte. Den haben wir über Fußball in Seniorenbereich, also als Jugendlicher in Seniorenbereich gebracht, und haben ihn mit viel Verständnis, mit sehr viel Verantwortung, die wir für ihn übernommen haben, wirklich die Sprachbarriere geschafft haben, genommen haben, ihn auch zum Job vermittelt haben, und der mittlerweile von uns weggegangen ist als Verein, spielt in einem deutschen Verein, in einem Traditionsverein, hat einen Job, hat sich ein Auto gekauft, hat eine Wohnung, die er selbst bezahlen kann. Und das ist für uns genau das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen den Leuten vereinfachen, nach Deutschland reinzufinden. Ich bin selbst dritte Generation türkischstämmiger Eltern, bin deutscher Staatsbürger hier in Kassel. Ich denke, mittlerweile auch recht gut angekommen, akzeptiert. Aber man muss auch natürlich sagen, zur Integration gehört halt ziemlich viel. Einmal die Seite, die sich integrieren möchte, und einmal die Integration zulässt. Und hier haben wir natürlich schon ja, manchmal zwei verhärtete Fronten, die man durch Sport, Gemeinsamkeiten, Basisarbeit schon lösen kann. Und dass das gelingt, das sehen wir bei uns im Verein sehr, sehr oft. Und deswegen denke ich, ist es auch absolut genau das Richtige, was wir machen können. Jungen Menschen oder auch Älteren, das spielt bei uns keine Rolle, unterschiedlichste kulturelle Herkunft, unterschiedlichste Sprachen, über die Basisarbeit in den richtigen Weg zu lenken und dann ja, hoffentlich Kulturstadt Kassel dann loszulassen. Und Freundschaften entstehen darüber hinaus. Selbstverständlich. Also wir haben sowieso aus Kassel recht viele professionelle Fußballer. Das ist ein Zeichen für Kassel mittlerweile, wenn man bedenkt, dass da Bundesligaspieler gibt, dass da Nationalspieler gibt, die aus Kassel kommen, die immer wieder hierher zurückkommen. Freunde von mir persönlich auch. Auch unterschiedliche Herkünfte, unterschiedliche Nationalitäten. Und Fußball verbindet. Über Grenzen hinweg, über Sprachbarrieren, über kulturelle Herkünfte hinweg, sodass man sich immer noch schreibt, Verbindungen hat, Netzwerkpflege macht, logischerweise auch. Und dass man das eigentlich vereint, das zueinander bringt. Dazu habe ich gleich eine Frage. Heute hat FC Bosporus gespielt. Haben Sie das Ergebnis? Ich wollte mein Handy nicht zücken. Nein, leider nicht. Die spielen aktuell immer noch. Und ich bin fleißig dabei und beobachte über Livestream. Alles klar, dann toi, toi, toi. Danke. Herr de Medos, es wurde gerade gesagt, Fußball ist eine Möglichkeit, auch Leute von der Straße zu holen. Sie gehen explizit auf die Straße. Sie haben den Raum für urbane Experimente gegründet. Damit verbunden sind zwei urbane Street-Art-Galerien. Jetzt ist es so, Graffiti wird ja vielerorts und auch immer noch von vielen Leuten als nicht unbedingt Kunst erachtet oder nicht unbedingt als Gestaltung des öffentlichen Raums. Haben Sie da so ein richtig handfestes Gegenargument dafür? Ja, also ich denke, eigentlich heutzutage kann man eigentlich das kaum mehr weiter diskutieren, weil eigentlich Graffiti, wenn man so beschreibt, oder Street Art, wenn es so eine etwas globalisierte Version,
hat schon alle Türen geöffnet gefunden, so, ne, für seitdem, ist eine relativ neue Kunstrichtung, so, ne, seit irgendwie Ende 70er Jahre wirklich massiv, und das ist auch ein Teil von der Kultur, von der Hip-Hop-Kultur, die auch schon komplett weltweit bekannt ist und auch, glaube einen großen Vorteil hat, dass irgendwie Graffiti lernt man nicht in der Schule, teilweise vielleicht, aber immer durch Bekanntschaften und Freunde und so, und das ist eigentlich eine Kunstrichtung, die auch die Leute verbindet und also mehrere Möglichkeiten gibt, also zusammenzuarbeiten, und ich glaube, das ist so mittlerweile für mich auch schon ein Weg, dass mehrere Leute, die gar nicht direkt im Street Art Bereich irgendwie was zu tun haben, auch jetzt diese Mittel versuchen, um seine Arbeit zu präsentieren, weil einfach ganz viele Leute erreicht auf einmal. So, ne? Und wie gesagt, gibt es auch ganz viele Möglichkeiten für Leute, die theoretisch keinen Zugang haben für eine Uni oder eine Schule oder was sonst überhaupt. Und wie weit ist Street Art oder Graffiti schon in Kassel angekommen, oder wie sehr wird das geschätzt oder akzeptiert, auch im Sinne von Jugendkultur? Genau, also Kassel hat eigentlich schon ziemlich lange Geschichte mit Graffiti. Wurde schon früh schon hier auch angefangen mit dieser Hall of Fame, diese legale Flächen auch diskutiert. Große Arbeit auch von Jugendamt. Ich glaube, so vor über 15 Jahren gibt es schon diese mehrere Räume in Kassel, wo man legal sprayen darf. Ist die Szene natürlich auch sehr wild. Wie man in großen Städten sieht, so gibt es auch legale und illegale Szene. Das ist eigentlich alles, gehört auf eine Weise zusammen, aber jeder hat sein anderes Ziel oder so. Aber ich merke schon, also seit 5 Jahren ist das Projekt Raum für Experimente da, und dadurch, ich glaube, die Akzeptanz ist etwas größer geworden, so, weil die Szene in sich auch präsentiert sich gern geschlossen und etwas geheimvoller, so, ne, mit so ganze gekritzelt und so. Das manchmal soll man auch nicht verstehen, was da steht. Das ist eine interne Kommunikation, aber wir versuchen das auf eine Weise offen zu präsentieren, dass auch alle verstehen können, auch teilweise, warum machen die Leute das alles so? Ne? Ich finde auch für mich persönlich als Graffiti-Künstler unter anderen Sachen auch interessant zu sehen, dass die Leute motiviert sind, rauszugehen und so viel Energie zu investieren in ein Ding, die theoretisch nicht so kommt. So, ne? Also in diese illegale Szene gemeint. Aber ist auch teilweise auch so eine Schule für viele, so, die dann später diesen legalen Weg finden. Und ich arbeite mittlerweile schon fast hauptberuflich als Künstler und auch dank Graffiti. Und die Möglichkeiten sind wirklich riesengroß. Also, ne. Eine Sache, weil wir jetzt auch heute so in der Runde viel sprechen über das Miteinander. Eine Sache, die mich besonders interessiert, ist, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Sprühkurse für Kinder, aber auch für Rentner anzubieten? Genau. Also erstmal von Jugendarbeit, so gesagt, denn Kinder ist für uns wichtig, weil passiert normalerweise mit Graffiti, deswegen die Leute, so, die sind ganz wild experimentierfähig da, bis 18 oder so. Und dann muss man, das wird ernst und muss man unbedingt irgendwo arbeiten oder versucht man da als Künstler weiter zu leben. Und für die Zukunft, für unser Milieu, sagen wir so, wäre wichtig, dass immer Nachwuchs kommt. So, ne? Und deswegen, ich glaube, die Kinder, wenn die durch unsere Projekte oder Workshops diesen Weg finden, dann wissen die schon erstmals schon, wie es richtig geht. So, ne? Also wie können die da auch davon profitieren? Und mache auch Spaß, irgendwie so mit Kindern zu arbeiten. Die sind sehr, sehr interessiert. Und Senioren war eigentlich ursprünglich erstmal eine Initiative von Freiwilligen Zentrum in Kassel. Mhm. Die haben das anscheinend, so ein erster Workshop gab es in Lissabon in Portugal. Und dann haben die da zum ersten Mal, ich glaube, weltweit einen Senioren-Workshop gemacht, nur, ne, über Graffiti. Und ist ziemlich gut angekommen. Und die haben mir diese Anfrage gestellt. Und war für mich auch interessant zu wissen, weil andersrum im Vergleich zu einem Kind, also die Kinder haben noch keine feste Meinung, so, die können sagen, ah, Schmiererei hier, da, aber das können die nicht so gut unterscheiden, und Senioren wissen ganz genau, was sie nicht mögen, zum Beispiel. So, ne? Und das war auch wichtig für mich zu zeigen, dass, was dahinter steckt, und die waren super begeistert, und für mich war bis heute noch mein bester Workshop überhaupt. Und für den Fall, dass Kassel Kulturhauptstadt Europas wird, haben Sie eine Projektidee für 2025? Oh ja. Oh ja, einige. Also einige. Kassel, also nur kurz mal abschließend so, ich komme ursprünglich aus São Paulo, so eine ganz große Stadt, die auch schon lange so ein Graffiti-Mekka geworden ist, so auf einen Sinn gesagt. Und wir bringen auch ganz viele Künstler nach Kassel, und früher war es schwierig für mich, diese Verbindung zu finden, aber Kassel und São Paulo sind jeweils in beide Länder so als hässliche Stadt. Mhm. Bezeichnet auf eine Weise. Ich finde es interessant, São Paulo, weil es so massiv Hochhäuser gibt und alles so grau ist, und Kassel, weil durch diese
massive Zerstörung und später diese Modernisierung für mich besonders auch nicht so attraktiv visuell ist irgendwie, ne? Und Graffiti kann das verschönern oder verbessern. In dem Sinn, dass man einfach diese Fassaden und solche Orte irgendwie so aktiviert und belebt, wo früher eigentlich kaum Interesse gibt und heutzutage wäre so eine Fläche für Tourismus theoretisch oder interessante Sachen zu sehen. Wir sind auch schon mit der Zeit wieder fast am Ende. Allerdings möchte ich Ihnen allen noch eine letzte Frage stellen. Dadurch, dass der heutige Tag unter dem Motto Reiseziel Europa ist, würde ich gerne mit Ihnen den Koffer packen und Sie geben hinein auf dem Weg zur Kulturhauptstadt 2025. Ich gebe hinein Verständnis, viel Verständnis füreinander, Geduld und sehr viel Hoffnung. Ja, ich wünschte mir, dass die Leute ein Stückchen mehr vereint werden so und eigentlich das mit dem Kassel brauchen einfach mehr Leute, allgemein. Ich tue eine Schwimmweste rein. Also ich habe hier so eine Tasche dabei, hat mir jemand geschenkt, ist aus Schwimmwesten genäht. Und Schwimmweste ist gut, wenn jemand unterzugehen droht in den vielen Schwierigkeiten, die auch Integration mit sich bringt, dass dann jemand eine Schwimmweste bekommen kann. Auf die eine oder andere Weise, ob es durch einen Fußballverein ist oder was auch immer. Neue Wege tue ich rein. Ich wünsche mir, dass wir als Stadtgesellschaft schaffen, mit so unterschiedlich wie auch sind, mit all unseren Stadtteilen, dass wir zusammenkommen, dass etwas Gemeinsames für unser Reiseziel Europa entsteht. Fein, danke vielmals. Mit diesem Koffer wollen wir uns auf den Weg begeben, hoffentlich in Richtung Kulturhauptstadt 2025. Ich danke Ihnen fürs Kommen, ich danke Ihnen im Publikum und ich danke Ihnen fürs Zuschauen zu Hause. Auf Wiedersehen.